Moin Freunde, heute bauen wir einen Käfig für den A6. Geht es heute mal wieder um das Fahrzeug. Ich habe noch nie einen Käfig gebaut. Mal gucken, was es wird. Material ist da. Und da dachte ich, ich nehme euch halt heute mal mit. Wenn es wie beim Pulvern scheiße wird, wird es scheiße. Wenn nicht, dann nicht. Viel Spaß beim Zugucken und bis gleich. So, als erstes brauchen wir mal die Maße. Ich weiß zwar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich fange jetzt mal mit der oberen Strebe hier an, mache dann hier die Querstreben und dann geht es erstmal nach unten. Also den Bügel selber mache ich jetzt erstmal und ich hoffe, das kriege ich so ganz gut hin. Da hätten wir, falls ihr es nachbauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns auch auf Insta markieren, Smoking Devils 1, und dann gucken wir mal eure Projekte an. Wie sieht es denn damit aus? Ich würde sagen, die obere Strebe machen wir, ja, wenn er zu klein ist, ist auch wurscht. Machen wir 70 cm, dann machen wir die Winkel ran, die Winkel nach unten und dann die Strebe, ja genau. Machen wir erstmal die 70, dann die Winkel ran, dann nehme ich euch mit, guckt mir gern mal zu und dann kriegen wir das schon eher schon hin gebacken, ne? Geil, das passt. Jetzt machen wir die Strebe hier quer und dann nach unten mit dem Winkel. Und dann geht's weiter mit Schweißen. Das passt ja schon mal hervorragend. Jetzt nur noch die Winkel hier ran. Und dann die Füße nach unten. Das funktioniert ja super. Wird eine enge Geschichte, aber kriegen wir hin. Ich freue mich drauf. Yeah. We'll be right back.
geil, der passt. Richtig geil. Zu Türen habe ich auch noch jede Menge Platz. Das passt perfekt. Ich bin verliebt. Glaubt ihr gar nicht, ey. Und weiter geht's. Ist jetzt fertig, wie man sieht. Das war es erstmal für heute. Soweit passt er. Perfekt. Fehlen nur noch die Füße. Beim nächsten Teil kommt das Kreuz dran. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.